Die Einzelhandelskette Coles hat in der vergangenen Woche ihre Quartalszahlen zum zweiten Quartal 2022 veröffentlicht. Und da Coles auch einer meiner Unternehmen in meinem Wikifolio ist, einer meiner Aktien, möchte ich heute mal Update dazu geben, was die Quartalszahlen so bringen, wie ich sie einschätze und meinen weiteren Ausblick für Coles. Viel Spaß dabei. Der Disclaimer wie immer vorweg, das ist alles keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, sondern nur meine persönliche Meinung. Und da ich selbst investiert bin in Coles, kann hier natürlich ein gewisser Interessenskonflikt entstehen. Wir starten kurz mit meinem Wikifolio. In meinem Wikifolio oder in dem zugehörigen Indexzertifikat sind inzwischen 118.000 Euro investiert. Und Coles gehört auch zu meinen Positionen, allerdings zu meinen nicht ganz so großen, eher kleineren Positionen. Hier mit einer Gewichtung von aktuell 1,7%. Aktuelle Kurs liegt so bei 29,50 € und mit Coles bin ich hier relativ stark im Minus bei minus 36,8%. Könnt ihr auch kurz draufschauen, mal auf den Chart, und wir sehen, dass es hier im letzten Jahr ja erst ziemlich konstant zwischen 40 und 50 Euro war, beziehungsweise 40 hier und 55, und dann ging es hier rapide bergab im, ja, so ab Mai. Hat er nochmal einen Zwischenstopp hier bei gut 30, knapp 40 Euro gemacht. Und dann ging es aber wieder weiter runter bis auf 30 oder sogar hier bis auf 26 Euro. Hat sich zwar nochmal kurz erholt, aber jetzt, wenn wir die letzte Woche anschauen, hier nach den Quartalszahlen, ging es dann nochmal um ja, etwa 10% nach unten. Also der Markt hat die Quartalszahlen schon mal nicht gut angenommen und wir möchten da auch mal reinschauen. Und ja, das ist auch in letzter Zeit bergab ging. Das hat einmal damit zu tun, dass das Geschäft vielleicht nicht so gut, also vom Aktienkurs bergab geht. Das hat damit zu tun, dass das Geschäft nicht so gut läuft. Dann gab es ja damals diese Übernahmeangebote, die jetzt auch erstmal vom Tisch sind. Und das heißt, die Investoren, die hier wegen den möglichen Übernahmen investiert haben, die sind natürlich ausgestiegen. Dann ist das Geschäft jetzt eben schlechter gelaufen aus mehreren Gründen. Hat natürlich die Inflation was mit zu tun, auch die Rezession Angst etwas. Und dadurch, dass das Geschäft schlechter läuft, sind natürlich die Gewinne etwas zurückgegangen, wie wir auch gleich sehen. Und dadurch sind natürlich auch einige nochmal ausgestiegen und es hat den Aktienkurs eben enorm unter Druck gesetzt. Aber wenn ein Aktienkurs natürlich enorm unter Druck geht oder geraten ist, kann es natürlich auch wieder eine Einstiegschance sein. Und da schauen wir uns eben deshalb mal die Quartalszahlen an. Und wir sind hier eben in der Investor Presentation. Hier sehen wir ein paar ja, wichtige Eckpunkte. Da steht eben dann auch, dass man eben gerade das Problem hat mit der Inflation, dass eben die Leute nicht mehr so viel Geld ausgeben aktuell in den Einzelhandelsketten, dass sie eher ein bisschen was zurücklegen, eben auch aus Rezessionsangst. Und weil sie eben weniger Geld quasi zur Verfügung haben, beziehungsweise sie haben genauso viel Geld zur Verfügung, aber die Preise werden ja überall teurer durch die Inflation. Und deswegen ist auch hier bei Coles der durchschnittliche Einkauf einer Person auch inzwischen niedriger. Das heißt, die Leute, die einkaufen, kaufen jetzt für weniger Geld ein und es kaufen insgesamt weniger ein aktuell. So dass das eben das Ganze hier unter Druck gesetzt hat. Man hat hier einen Umsatzrückgang im Vergleich zum vorherigen Q2 um 7,7%. Die Margen sind natürlich zurückgegangen, das sehen wir alles noch. Und man hat ja auch noch ein bisschen mehr Kosten jetzt aktuell. Und insgesamt sind das so Eckpunkte, was eben das Geschäft hier aktuell eher schlecht aussehen lässt. Und zusätzlich hat man hier noch den Inventar, also die Handelswaren, die man eben verkauft in den Läden. Da hat man ja natürlich immer welche auf Lager, logischerweise, die Regale müssen ja voll sein. Und die hat man hier um 48% gesteigert. Also man hat hier Waren aufgebaut. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, zu dem wir hier gleich noch kommen. Dann gehen wir mal weiter. Hier sehen wir eben nochmal auf dieser Folie, dass eben die Bruttomarge nach unten ging von 42,5 auf 39,6%. Und hier vielleicht auch noch eine sehr interessante Folie eben zu dem Inventar, was ich gerade gesagt habe, dass die gestiegen sind um 48%. Und das Ganze teilt sich in verschiedene Punkte auf. Zum einen 27% das Kerngeschäft, also man hat hier Waren im Wert von etwa 730 Millionen Dollar aufgebaut im Kerngeschäft, weil eben weniger doch verkauft wurde, als man vorher angenommen hatte, auch natürlich ein Grund. Dann hat man hier wegen dem ja, In-Transit, das steht auch hier unten noch ein bisschen ausführlich in einem Satz. Das heißt, man hat ja aktuell ein bisschen Probleme mit den ganzen Lieferketten. Das heißt, die Waren brauchen auch länger, bis sie da sind. Und wenn man jetzt natürlich Waren kauft, dann muss man das natürlich schon vorher bestellen. Wenn man weiß, die brauchen vielleicht ein, zwei Monate länger in die USA, dann muss man natürlich auch ein, zwei Monate vorher bestellen und muss natürlich auch die Ausgaben schon tätigen.
und hat hier natürlich erstmal höhere Kosten, weil eben die Lieferzeit länger ist. Da belaufen sich auch nochmal 270 Millionen Dollar drauf. Dann gibt es dann noch die Sparte Sephora, beziehungsweise so ein Beauty-Markt, beziehungsweise Beauty-Einzelhandelsgeschäft. Das sehen wir auch gleich auf der nächsten Folie nochmal. Das bauen sie enorm aus. Da sehen sie viel Potenzial, beziehungsweise die bestehenden laufen auch gut. Und dadurch, dass man hier natürlich neue Stores aufbaut, brauchen die natürlich auch wieder Waren. Und das macht eben 220 Millionen aus und dann hier noch ein bisschen was 82 aus Pack and Hold. Ist jetzt nicht so wichtig. Aber eben diese drei großen Punkte vor allem zusammengenommen, ergeben dann eben diesen Riesenanstieg der Waren, die sie eben vorrätig haben. Und da müssen sie natürlich erstmal in Vorleistung gehen, weil die Waren mussten sie jetzt kaufen, bezahlen und irgendwann in Zukunft werden sie erst verkauft. Und da besteht natürlich auch das Risiko, wenn die Waren nicht gekauft werden oder zu wenig Waren gekauft werden, muss man hier größere Rabattaktionen anbieten den Kunden, damit eben die Kunden dann die Waren doch noch kaufen und dadurch sinkt natürlich dann auch der Wert der Waren. Man macht weniger Gewinn, wenn man alles mit Rabatt verkaufen muss. Das ist natürlich immer nur, muss nicht so kommen, aber das sind Risiken, die man hier beachten muss. Und hier sehen wir eben Sephora, diese neue oder ja neue oder diese Beauty-Kette, die sie eben immer weiter ausbauen mit eben Pflegeprodukten, Parfüms, ja, Make-up und so Sachen eben. Und da haben sie auch in dem Jahr schon 400 Stores eröffnet, also es ist eine wahnsinnige Zahl, in einem Jahr 400 Stück. Und man möchte hier nächstes Jahr nochmal 250 Stores eröffnen. Ziel ist es dann, dass man mittelfristig 2 Milliarden Dollar an Umsatz macht und auch die Margen möchte man hier in dem Bereich immer weiter verbessern. 2 Milliarden Dollar, das sind dann auf das gesamte Geschäft von Kohl's gerechnet etwa 10% des Umsatzes, also doch schon hier ein deutlicher Einfluss, den dann Sephora haben soll. Dann geben Sie hier auch noch ein bisschen einen Ausblick. Sie sagen, dass eben der Gewinn der Aktie dieses Jahr nur zwischen 2,80 bis 3,20 liegen soll. Allerdings schaue ich mir hier eh lieber den Free Cashflow an bei Kohl's. Sehen wir dann auch noch. Die Margen gehen eben zurück auf 4,2 bis 4,5%, die operativen Margen. Und auch eben der Umsatz soll um 5 bis 6% zurückgehen im Vergleich zu 2021. Interessant ist hier auch noch, dass eben die Ausgaben für Investitionen, also hier zum Beispiel auch der Ausbau von diesem Sephora, von dieser Sephora-Kette soll alles zusammen eben die 825 Millionen Dollar betragen fürs Gesamtjahr. Man schüttet auch eine Dividende aus, quartalsweise von 50 Cent, also 2 Dollar im Jahr. Bei dem aktuellen Kurs von 30 Dollar sind es dann so 6-7%, also eine hohe Dividendenrendite. Und man kauft hier noch Aktien zurück. Man hat hier für 158 Millionen Dollar im ersten Quartal Aktien zurückgekauft und man hat noch ein 500 Millionen Dollar Aktienrückkaufprogramm gestartet und das ist ein ASR-Aktienrückkaufprogramm. Das ist ein beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm, in dem man eben sehr schnell eigene Aktien zurückkaufen möchte. Und dann schauen wir auf jeden Fall mal auch hier nochmal in die Zahlen rein. Das obere kann ich weglassen, das hatten wir eigentlich die ganzen Punkte schon. Wir schauen mal hier in die Gewinn- und Verlustrechnung. Und wir sehen hier eben diesen Umsatzrückgang im dritten Quartal, im Vergleich zum letzten Jahr, das zweite Quartal natürlich, hier von 4,2 Milliarden auf 3,8 Milliarden Dollar. Damit geht natürlich auch die operative Marge zurück, da die Kosten ja nicht so eigentlich fallen. Man hat ja auch irgendwie Grundkosten, die man einfach nicht prozentual gleich senken kann wie den Umsatz. Und auch sowas wie Ausgaben für administrative Sachen, also auch Personal und sowas, kann man natürlich auch nicht senken, weil man braucht ja trotzdem die Angestellten im Store, auch wenn jetzt vielleicht 10%, 20% weniger gekauft wird, braucht man trotzdem die gleiche Anzahl an Angestellten, dass immer welche da sind, die auch die Kunden dann bedienen und eben beraten. So sind eben die Kosten dann nicht wesentlich gefallen, gleichzeitig aber der Umsatz und dadurch geht eben der operative Gewinn hier von 570 Millionen auf 266 Millionen Dollar zurück. Und was wir hier auch schön sehen, sind die Zinskosten. Kohl's hat nämlich auch Finanzverbindlichkeiten, muss hier Zinsen zahlen, die Zinsen steigen. Das heißt, diese Zinskosten werden auch tendenziell eher höher in den nächsten Jahren. Und das sind hier schon wenn man es mal aufs Halbjahr betrachtet, hier sind die kompletten 6 Monate, hat man hier einen operativen Gewinn von 348 Millionen Dollar und davon sind 145 Millionen Dollar Zinszahlungen. Das ist natürlich enorm, das ist fast die Hälfte. Und das ist dann auch ein großes Risiko. Allerdings muss man auch beachten, letztes Jahr zum Beispiel war der operative Gewinn natürlich deutlich höher. Also auch bis hier, wenn es in den nächsten Jahren wieder besser läuft, das Geschäft oder besser laufen sollte,
dann ist natürlich der prozentuale Anteil an den Zinszahlungen doch wieder weitaus geringer. Was man auch noch hier schön sieht, ist die Anzahl der ausstehenden Aktien. Letztes Jahr waren es noch 154 Millionen, jetzt nur noch 128 Millionen, also wirklich ein deutlicher Rückgang. Man kauft hier massiv eigene Aktien zurück. Und wenn man der Meinung ist, eben, dass der Aktienkurs von Kohl's günstig ist, dann ist es natürlich erstmal eine sehr gute Wahl. Wenn man natürlich auch berücksichtigt, dass die finanzielle Situation gut genug ist, und deswegen schauen wir da auch gleich noch rein. Der Gewinn je Aktie belief sich dann hier auf 1,11 Dollar im letzten Quartal. Das erste Quartal hatte hier kaum Gewinn eingefahren, deswegen ist das ganze erste Halbjahr auch nur bei 1,22 Dollar je Aktie. Da muss man einfach weiter beobachten, wie sich eben das Geschäft in den nächsten Quartalen entwickelt. Auch das Weihnachtsgeschäft natürlich, da wird natürlich mehr umgesetzt in der Regel. Da werde ich auch wieder immer mal wieder Updates zu Kohl's sicherlich bringen. Dann sehen wir noch die aktuelle Bilanz, und das ist eines der wirklich sehr, sehr großen Risiken hier bei Kohl's und auch einer der Gründe, wieso ich trotz dessen, dass der Aktienkurs ja gefallen ist, nicht weiter aufstocke meine Position. Ich lasse sie so klein, weil die finanzielle Situation hier wirklich nicht gut ausschaut. Man hat hier nur 222 Millionen Dollar an Cash. Letztes Jahr waren es noch, oder ja, vor einem Jahr 2,5 Milliarden. Also man hat hier massiv Cash abgebaut, und stattdessen hat man eben Handelswaren, also Waren für die Regale, aufgebaut von 2,7 Milliarden auf 4 Milliarden Dollar. Das habe ich eben vorhin ja erklärt, dass man hier wirklich viel, viel mehr Waren auf Lager hat und dadurch natürlich auch immer ein Risiko besteht, dass diese Waren nicht verkauft werden. Dann hat man eben 1,7 Milliarden Dollar an Finanzverbindlichkeiten, langfristige Finanzverbindlichkeiten, hier noch kurzfristige von 164 Millionen Dollar und eben nur Cash von 222 Millionen Dollar gegenüber. Das ist eben sehr, sehr wenig. Also man kann hier nicht bei Weitem nicht die Finanzverbindlichkeiten ausgleichen. Dann hat man noch diese Finance-Lease-Verträge, also Finanz-Leasings-Verträge von 2,8 Milliarden Dollar. Die zähle ich eigentlich auch eher zu den Finanzverbindlichkeiten, da man hier in der Regel ja quasi Leasing betreibt auf irgendwelche Sachen. Aber ein Finanz-Leasing-Vertrag bedeutet, dass man dann in der Regel quasi fast wie eine Finanzierung das macht. Man zahlt immer jeden Monat und irgendwann gehört einem auch dann der Gegenstand. Und dann ist es eigentlich wieder wie ein Kauf, beziehungsweise eben ein kreditfinanzierter Kauf. Im Gegensatz zum Operating Leases, also operativen Leasinggeschäft, hier kauft man diese Sache nicht, sondern liest sie wirklich nur und gibt sie dann in der Regel auch wieder zurück am Ende des Leasingvertrags. Ja, dann schauen wir weiter noch in die Cashflow-Rechnung. Und hier sehen wir eben, dass der operative Cashflow hier minus eine halbe Milliarde Dollar war im vergangenen Quartal. Und dann hat man noch eine halbe Milliarde Dollar an Investitionstätigkeiten, sodass man hier auf einen negativen Free Cashflow von 1,1 Milliarden Dollar kommt. Das Ganze muss man sich jetzt aber auch wieder genau anschauen. 1,1 Milliarden Dollar negativer Free Cashflow ist natürlich enorm bei einer Aktiengesellschaft, die, glaube ich, 3,8 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung hat. Aber wir sehen hier eben diesen massiven Aufbau an Waren. Das hat hier eine Milliarde Dollar gekostet, dieser Aufbau an Waren. Das ist natürlich enorm und da kann ich mir eben vorstellen, dass man ja für die Geschäfte, für das Kerngeschäft jetzt erstmal keine Waren aufbaut. Man hat ja genug in den Regalen. Ich gehe sogar eher davon aus, dass man vielleicht Waren abbaut. Das heißt, man kauft nicht so viel neue und verkauft eher jetzt welche eben an die Kunden weiter. Beziehungsweise man verkauft eben jetzt mehr, als dass man nachkauft, weil man ja genug Warenauflage hat. Sodass hier dieser Cashflow an Merchandise Inventories nächsten ja, 6 Monate, sage ich jetzt mal, also wir haben ja auch die Betrachtungsweise 6 Monate, nicht eine Milliarde Dollar minus ist, sondern vielleicht eher sogar 300, 400 Millionen plus, weil man eben Waren dann verkauft, dadurch Cashflow generiert, mit dem Cashflow keine neuen Waren kauft, weil man noch genug hat, sodass es vielleicht hier positiv sein könnte dann auch. Muss man natürlich schauen, wie es dann wirklich ist. Natürlich für die neuen Stores von diesem Beauty-Laden Sephora, da muss man natürlich weiterhin Waren kaufen, wenn man hier auch neue Läden aufmacht. Das wird natürlich ein bisschen entgegenwirken, aber ich gehe stark davon aus, dass dieser Cashflow, dieser negative Cashflow, die nächsten Quartale weg sein wird und eher eben positiv sein wird. Und wenn wir hier statt minus 1 Milliarde mal vielleicht plus 200 Millionen haben, dann wäre das ja ein Unterschied von 1,2 Milliarden Dollar. Und wenn wir dann das mal hier drauf rechnen, dann haben wir nicht minus 500 Millionen Dollar, sondern plus, sagen wir mal, 700 Millionen Dollar an operativen Cashflow. Und auch hier der negative Cashflow aus Investitionstätigkeiten, der beläuft sich eigentlich jährlich so auf 800 Millionen Dollar. Das heißt, man hat hier
Jetzt schon einen Großteil davon bezahlt. Das heißt, da kommen vielleicht nur noch 200, 250 Millionen dazu. Und dann kommen wir auf einmal wieder auf einen positiven Free Cash Flow von, je nachdem, was es dann natürlich genau sein wird, vielleicht von 600, 700 Millionen Dollar, statt eben einem Negativen von 1 Milliarde Dollar. Deswegen nicht einfach nur die Zahlen hier anschauen, sehen, hier 500 minus, 500 minus, wir haben eine Milliarde negative Free Cash Flow, sondern auch ein bisschen versuchen zu interpretieren, woher kommen die Zahlen, wie eben diese aufbauen waren. Werden die nächstes Quartal immer noch so sein? Werden die sich verändern? Und dann sieht man eben, dass das hier wirklich eher eine, ja, ich sage es mal, einmalige Sache ist und der Free Cashflow in der hohen Wahrscheinlichkeit wieder positiv sein wird in den nächsten Quartalen. Ja, und davon, von dem Cashflow, obwohl er jetzt eben negativ war, trotzdem hat man natürlich Dividende ausgeschüttet, man hat Aktien zurückgekauft, aber durch diesen hohen negativen Free Cashflow ist eben das ganze Cash jetzt weggegangen, wie wir auch in der Bilanz ja gesehen haben. Und das ist eben eins der großen Risiken, wenn eben zu wenig Cash da ist, wenn jetzt irgendwelche zusätzlichen Kosten kommen, man von den Banken vielleicht keine Kredite erhält, dann gibt es natürlich immer ein gewisses Risiko, dass man hier vielleicht dann irgendwie, warum auch immer, in die Insolvenz rutschen könnte. Ja, könnte auch, was ich, könnten neue Corona-Lockdowns kommen im Herbst, Winter oder was auch immer, die die Gewinne einbrechen lassen, man hat trotzdem weiterhin Kosten, dann hat man zu wenig Cash und dann wird man auf einmal zahlungsunfähig. Und das eben, dieses große Risiko, ist für mich der Grund, wieso ich die Aktie aktuell nicht weiter ausbaue. Allerdings finde ich sie von der Bewertung und vom Chancen her, gibt es natürlich gewisse Chancen. Die Bewertung ist nicht so hoch, wenn sie es eben schaffen, hier weiter zahlungsfähig zu bleiben und auch natürlich ihr Geschäft wieder besser anzukurbeln, wenn eben die Leute wieder mehr einkaufen. Also können hier auch deutliche Renditen erwirtschaftet werden. Da kann sich der Kurs auch mal verdoppeln, aber gibt eben immer die Chancen, die Risiken. Und aktuell halte ich eben meine Position, die aktuell eben um die 1,7% meines Wikifolios entspricht. Und das war jetzt meine Meinung zu Calls. Schreibt mir eure gerne unten in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal bei Value for Investors.